Wie heißt die Teile denn? E-Hoover. Von Zurück in die Zukunft, dieses Hoverboard. Hoverboard. So Leute, ich stehe hier auf diesem E-Hoover, wie ihr gerade schon ein bisschen... Ja, der andere steht da schon in der Schlange. Da hinten. Und ja, jetzt geht's gleich los. Ich werde nach vorne gehen, filmen. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Einen wunderschönen Morgen. Bei That's Me, wie ihr seht, ich bin gerade erst aufgewacht. Mehr oder weniger, habe direkt die Kamera angemacht. Zieht euch mal rein, was ich gestern Abend noch schön zum Abendbrot gegessen habe, vorm Schlafen, Snickers. Natürlich habe ich mir direkt danach die Zähne noch geputzt. Immer schön Zähne putzen. Und ja, es ist super angenehm. Ich glaube, wir haben gerade 18 Grad draußen im Vergleich zu den letzten Tagen. Was so unmenschlich warm. Ja, sonst hätte ich mich jetzt auch nackt hier vorgefunden, weil es so warm war. Aber so habe ich natürlich etwas an. Spaß, was hätte. Ja, begleitet mich einfach mal heute. Ich werde heute ein Review drehen mit dem Salzspray. Das werde ich abdrehen. Dann muss ich bei Home24 anrufen, weil, wie ihr seht, da rechts an der Wand befindet sich mein Bett. Ich penne hier gerade so notdürftig auf so ein Aufklappbett und plus Matratze. Ihr seht auch, hier ist gerade kein Laken drauf. Ja, was da los ist mit meinem Bett, warum das nicht aufgebaut ist, warum ich da anrufen muss, Stress und alles, werdet ihr auf jeden Fall erfahren. Ich werde jetzt mal aufstehen, was essen, frühstücken und bis gleich. So Leute, wie ihr seht, frisch geduscht, Zähne sind geputzt. Anderer Mensch, hey, what's up, was geht? Ja, und ich werde jetzt gleich mal hier, wie ihr seht, schon alles aufgebaut. Mega unspektakulär, ne? Stativ steht auf dem Bett, aber manchmal ist das halt so, da muss man so ein bisschen improvisieren und alles. Aber kein Problem, kriegen wir hin. Ich mache jetzt das Review für euch, für das Salzspray. Drehe ich jetzt ab, dann fahren wir zur Fashion Week. Heute ist schon Fashion Week. Mal sehen, ich glaube, ich lade den Vlog schon direkt morgen hoch. Das heißt, heute ist Montag. Ihr werdet, wenn ihr das jetzt seht, ist wahrscheinlich Dienstag. Wetter ist immer noch traumhaft. Zum Glück nicht mehr ganz so heiß. Und ich wollte nur einmal sagen, die Magic Power ist da. Und ich freue mich. Peace out. Nicht reden. Ich wollte nur sagen, die Magic Power ist da. Und ich freue mich. Okay? Stylen. Mein Feedback dazu. Und zwar, ich zeige euch das Produkt noch einmal in die Kamera. Es handelt sich um dieses hier. Oft schon gezeigt. Mein Feedback dazu ist, es ist ein sehr gutes Ergänzungsprodukt. Ja? Also ich habe das jetzt mal ausprobiert. So Leute, gerade noch das Video für euch gedreht. Jetzt chill ich hier gerade im Beachclub. André läuft hier heute eine Show. Schaut mal, so sieht das Ganze hier aus. Ist auf jeden Fall ganz cool. Wetter ist top. Und ja, wir chillen hier gerade, warten. Gleich ist da irgendwie die Probe von ihm. Und ja, ich werde die Kamera ein bisschen draufhalten, dass ihr mal seht, was abgeht. Das richtige Vlog-Video zu dem findet ihr hier auf dem Kanal bei Wir sehen uns oben. Checkt das mal ab. Da haben wir echt von Anfang bis Ende alles mal begleitet, so ein ganzer Tag auf der Berlin Fashion Week, mehr oder weniger. Schaut das euch mal an. Und ja, ich chill jetzt hier gerade noch so ein bisschen. Bis später, peace out. So Leute, wie ihr seht, hinter mir die Probe für die Catwalk Show. Da ja, ziehen wir das einmal durch, das Ganze. Man merkt, Leute sind schon nervös und so. Die Atmosphäre ist halt immer krass. Ich bin jetzt ja auch gelaufen auf der Fashion Week und im Hintergrund, man kriegt das ja gar nicht, was da ist so dahinter. Was da immer so abgeht, so, das ist das Heftigste drunter und drüber, was ich euch vorstellen kann. Weil man hat immer so Zeitdruck und immer, es muss ja immer ein Model draußen sein, mehr oder weniger. Ja? Und manchmal, dann, wenn man sich umziehen muss, halt, dann fehlen Schuhe, dann fehlt die Hose oder irgendwas. Und ey, es ist so ein... So Leute, ich bin hier gerade Backstage bei der Modenschau. Den ihr mal seht, der wird immer rumgeschrien, immer hektisch, gerade noch ein bisschen gechillt auf der Liege. Und jetzt ist hier schon der ganze Trubel. Ja, der André steht da schon in der Schlange. Da hinten. Und ja, jetzt geht's gleich los. Ich werde nach vorne gehen, filmen auch ein bisschen was hier auf meinem Vlog für euch mal ab. Hinter den Kulissen, so läuft das ab. Backstage exklusiv für euch. That's me, euer Kanal für Mode und Lifestyle, Fashion. Peace out. Wie heißt die Teile denn? E-Hoover. Von Zurück in die Zukunft, dieses Hoverboard. Hoverboard. So Leute, ich stehe hier auf diesem E-Hoover, wie ihr gerade schon ein bisschen gesehen habt. Die Dinger gibt es hier demnächst im Handel. Ich finde das ja mega chillig, ist extrem schwer. Ich wackel hier so ein bisschen rum. Könnt ihr das sehen? Also man kann hier mit den Füßen, kann man das Ganze hier lenken.
Ist auf jeden Fall richtig chillig, ist nicht so einfach, wie es aussieht. Also sieht wahrscheinlich auch gar nicht gut aus, gerade wie ich das mache, aber ist auf jeden Fall ganz cool. Okay, und wie geht's? Okay, was muss man beachten? Schnell hintereinander aufsteigen, egal ob links, rechts, keine Rolle, aber nicht genau das machen, sondern ich wollte das von Ihnen. Marc testet jetzt gerade hier diese Teile. Wollt ihr es auch oder nicht? Nee, ich bin dafür zu schlecht, ich kann das nicht. Ja, genau. Gerade? Ja, die innere Mitte, genau. Wenn du jetzt richtig gut nach vorne legst, wirst du. Da warte bitte. Geil, langsam hast du es raus. So Leute, jetzt habe ich gerade das Video geschnitten und gesehen, dass ich gar kein Outro gedreht habe. Eben stand ich noch auf diesem Hoverboard-artigen Gefährt, was auf jeden Fall enorm viel Spaß gemacht hat, aber auch extrem schwer war. Sobald diese Dinger verfügbar sind, werde ich darüber auf jeden Fall ein Video drehen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die schon mal irgendwo gesehen habt. Ja, es war mal so ein Tag in meinem Leben. Ich hatte am Anfang des Videos erwähnt, dass ich mit Home24 telefoniere wegen meinem Bett, aber ich bin so ausgerastet am Telefon, weil es da nur Probleme gab. Von daher habe ich das mal rausgeschnitten. Viel Spaß, gebt dem Video einen Daumen hoch. Bis dann. Peace out.